Hallo und willkommen bei diesem Vortrag. Also mein Name habt ihr gehört, ich heiße Wolfgang, arbeite für die Firma Süßler.com. Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir hier in München arbeiten. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich den kürzesten Anreiseweg von fast vielen oder fast allen hier. Wir machen seit über 10 Jahren unser Geschäft hauptsächlich mit Plone. Und dabei hat sich ergeben, dass wir auch Kunden hatten, unter anderem eine EU-Behörde, bei der Mehrsprachigkeit eine sehr große Rolle spielt. Bei der EU sind wir aktuell bei 24 Sprachen. Das heißt, das ist dann wirklich eine Plone-Site oder Site-Struktur, wo Mehrsprachigkeit sehr wichtig ist und wo man auch manchmal so aus dem Ärmel schnell Sachen verwaltet. Und wir haben die Site mit Plone 3 mit Plone 2.0 angefangen und haben sie auch vor ein paar Jahren auf Plone 3 gehievt. Die Plone 4 Migration steht an, das heißt, im Laufe der Jahre hat sich da so einiges angesammelt an Erfahrungen und an praktischen Dingen, die ich jetzt auch gerne weitergeben möchte. Es wird bestimmt jetzt nichts revolutionär noch nie dagewesenes Neues kommen, aber eine Ansammlung von praktischen Tipps und Dingen, die nützlich sein können oder nützlich sein sollten, wenn man Plone und Mehrsprachigkeit zusammenbringen möchte. So, erstmal so eine ganz grundsätzliche Einführung. Man hat die Anforderung, man hat eine Site, eine Website, ein Plone, und die soll jetzt multilingual, mehrsprachig werden. Manchmal ist es so, das Projekt wird von Anfang an mehrsprachig geplant, manchmal kann es auch sein, wir haben eine Website und der Kunde sagt, jetzt wäre es aber schick, wenn die nicht nur in Englisch wäre, sondern auch in Deutsch und Spanisch oder wie auch immer. Plone bietet da ganz tolle Tools und Möglichkeiten, das zu machen, aber man sollte sich immer gegenwärtigen. Man muss vorher mal drüber nachdenken und so ein paar grundsätzliche Überlegungen anstellen. Also wir haben natürlich einerseits die Inhalte, die übersetzt werden. Klar, meine News, meine Startseite soll übersetzt werden, aber natürlich auch die Nutzeroberfläche. Die muss auch in der anderen Sprache verfügbar sein. Plone bietet da sehr viel schon, dadurch, dass die Dateien, aus denen die Nutzeroberfläche generiert wird, in über 30 Sprachen mittlerweile vorhanden sind, ist so das Out-of-the-Box-Erlebnis, wenn man Plone in einer anderen Sprache anguckt, schon sehr gut. Das heißt, die Nutzeroberfläche ist schon sehr weit gediehen, aber trotzdem muss man sich immer gegenwärtigen, es ist nicht nur der Inhalt. Dann so Kleinigkeiten wie, ich habe ein Datum, das wird im Deutschen so geschrieben, im Amerikanischen anders, oder es gibt also Datensformate. Gibt es zig verschiedene Varianten. Auch daran muss ich denken, also es geht nicht nur darum, dass ich einfach eine Übersetzung von einem Text habe, sondern es muss auch so aussehen, dass die Leute in der anderen Sprache sich wiederfinden und auch ein Datum verstehen. Da bietet Plone auch ganz einfache Tools, also dieses Tool Local as Time ist ein Skript, das ich auf ein Datum anwende, dann wird es in der jeweiligen Fassung für die Sprache, die ich eben haben möchte, ausgegeben. Man muss eben nur, wenn man selber Templates schreibt, wo man ein Datum verwendet, auch immer dran denken, dass man nicht einfach das Datum ausgibt und irgendwie formatiert, sondern halt solche Hooks benutzt, Localized Time. Dann passt das auch. Und außerdem, genau, man braucht eine Strategie. Schaffe ich es, meine Website komplett zu übersetzen? Werde ich vollständig? Das ist der Idealfall. In der Realität sieht es leider oft anders aus, wenn man gerade wenn man große Webseiten hat. Man schafft es vielleicht einen Teil zu übersetzen oder einen Ast, aber es scheitert an Zeit und Budget. Das heißt, ich brauche eine sinnvolle Strategie, was passiert, wenn ich irgendwie eine Ecke habe, die jetzt nicht übersetzt ist, sondern nur in der einen Sprache vorhanden ist, Deutsch oder Englisch. Und was ich noch geschrieben habe mit der konsistenten, sinnvollen Struktur, bedeutet einfach, ich muss mir auch strukturell vorher Gedanken gemacht haben, wie baue ich denn meine Site überhaupt auf, um meine mehrsprachigen Inhalte abzulegen, damit auch die Pflege sinnvoll möglich ist. Und ich auch nicht irgendwie später ins Schwimmen komme, wenn immer mehr Inhalt und mehr Sprachen dazukommen. Apropos dazukommen, willkommen. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, also ich nenne es irgendwie den Nutzer zu frustrieren, indem ich zum Beispiel, ich wechsle die Sprache, und plötzlich fehlt irgendwie Inhalt, ohne Erklärung. Oder ich wechsle die Sprache von dem übersetzten Text, und da ist ein Link auf News, und der Link ist tot, weil ich vergessen habe, irgendwie die Sprachreferenz umzutragen, oder weil es das nicht gibt. Oder
auch nicht besonders schön. Ich wechsle die Sprache von Englisch und Deutsch und plötzlich ist das so eine Mixtur aus deutschen und englischen Texten, weil halt nur ein Teil übersetzt ist oder weil halt das die Nutzeroberfläche nur ein Teil übersetzt ist. Alles nicht kriegsentscheidend, aber es ist nicht schön und es untergräbt irgendwie das Vertrauen des Nutzers in nämlich die Qualität der Übersetzung und der Mehrsprachigkeit. Das heißt, das sollte man auch vermeiden. Auch, dass ich auf einen Link klicke und bin plötzlich in einer anderen Sprache, ohne dass ich irgendwie informiert werde. Also ist es ja legitim, dass man sagt, okay, ich habe diese Pressemitteilung nur in Deutsch. Und wenn ich Englisch browse und auf den Link klicke, dann gibt es die halt nur in Deutsch, aber man sollte es zumindest dem Nutzer ankündigen und nicht einfach ihm vor die Füße werfen, dass da jetzt in einer anderen Sprache was kommt. Und noch ein Thema natürlich, wenn ich schon Übersetzungen habe, muss ich auch irgendwie dafür Sorge tragen, dass wenn sich das Original ändert, dass es in den Übersetzungen auch nachgezogen wird. Also wie gesagt, das, der Bereich Mehrsprachigkeit, da kann man schon ein großes Fass aufmachen und hat schon eine gewisse Ebene der Komplexität. Das soll niemand abschrecken, aber man muss sich halt vorher mal Gedanken machen, was da alles so dahinter stecken könnte. Kurzes Beispiel, was ich meinte mit Nutzeroberfläche und Inhalt. Hier mal ein Screenshot von einer Webseite, eine europäische Agentur. Der Chef dieser Agentur wird am Freitag die Keynote halten und die beschließen, oh, wir wollen unsere Website jetzt mehrsprachig halten. Die ist schon in Plone. Und sich einfach mal Gedanken machen, okay, was davon ist jetzt Nutzeroberfläche und was ist Inhalt? Das heißt, wo muss ich hingreifen, damit das Ganze mehrsprachig wird? Also den Inhalt, klar, den übersetze ich im Content-Management-System mit geeigneten Mitteln. Aber das, was ich hier so gelb hinterlegt habe, kommt aus meiner Nutzeroberfläche, also sprich aus dem Plone-Framework. Und da muss ich auch dafür Sorge tragen, dass alles das, was jetzt nicht Standard-Plone ist, sondern was ich halt als Customization dazugefügt habe, dass das dann auch in der anderen Sprache erscheinen wird. Okay, ein bisschen was zum Thema Struktur. Wie baue ich meine Site für Mehrsprachigkeit auf? Ich werde jetzt zwei verschiedene alternative Strukturen vorstellen. Das heißt nicht, dass die beide der Weisheit letzter Schluss sind, aber das sind zwei Strukturen, die gängig sind und die beide funktionieren, insbesondere im Bereich Plone und Lingua Plone, also dem Produkt, das die Mehrsprachigkeit unterstützt. Die momentan favorisierte oder häufig zu sehende Struktur ist, ich habe parallele Sprachordner, das heißt, ich füge in der Wurzel, in der Site Root für jede Sprache, die ich habe, einen neuen Ordner ein auf der obersten Ebene, also für Englisch einen EN-Ordner, für Deutsch einen DE-Ordner. Diese Ordner sind dann jeweils meine Navigation Route, das heißt, also meine Navigation fängt dann erst auf dieser Sprachebene an. Und meine komplette Struktur, die ich sie dann übersetze, kommt parallel eben so oft vor, wie viele Sprachen ich habe. Das führt dazu, dass man eine sehr klare und nachvollziehbare Struktur hat. Das heißt, ich weiß immer, wenn ich einen Ordner namens About Us habe im Englischen, dann habe ich im Deutschen an der gleichen Stelle in der Hierarchie auch einen Ordner namens Über uns. Ich kann den Ordner bei der Struktur auch im Deutschen mit der ID About versehen, das heißt die URL von Englisch auf Deutsch würde sich nur von EN About auf EE About ändern. Ich kann aber auch, wenn ich das möchte, damit ich eine sprechende URL habe für Suchmaschinen, ich kann auch EN About und DE Ueber uns wählen. Habe ich beides die Optionen. Aber es kann sein, dass man wünscht, dass die URLs für alle Sprachen gleich sind und sich halt nur aufgrund des ersten Elements im Pfad, nämlich der Sprache, unterscheiden. Aber so ist auf jeden Fall immer klar, auch anhand der URL schon, in welcher Sprache befinde ich mich. Denn die ersten zwei Buchstaben sagen mir, welche Sprache ich gerade gewählt habe. Und Lingua Plone, also das Sprachunterstützungstool von Plone, bietet da schon eine Methode namens Language Setup Folders an, die ich aufrufen kann, die mir genau die initiale Struktur genauso anlegt anhand all der Sprachen, die ich definiert habe. Also ich definiere, meine Site soll 10 Sprachen haben, rufe ich das auf und dann kriege ich schon all die Folder angelegt, jeweils als Navigation Root. Grundsätzlich, was auch möglich ist, eine andere Struktur, dass ich eben nicht Sprachfolder habe, sondern halt alles in situ übersetze. Sprich,
es liegt, also ich behalte meine Plone Root, ist nach wie vor meine Plone Site Root. Und Übersetzungen, die ich vornehme, sei es von einzelnen Seiten wie Willkommen oder ganzen Ordnern, die liegen halt alle auf der gleichen Ebene. Das heißt, in dem Fall muss ich natürlich dann meine Übersetzungen anders, also könne dann nicht die gleiche ID haben. Also about kann es nur einmal geben in der Wurzel, also muss das die deutsche Übersetzung entweder about-de heißen oder gleich u über uns. Diese Struktur kann auch sinnvoll sein. Wir haben auch eine Kundenzeit im Einsatz mit dieser Struktur. Allerdings hat die halt nur drei Sprachen und da hat es auch einen besonderen Grund, weil wirklich nur ein Teil übersetzt werden soll. Also ich finde es nur sinnvoll, wenn man wirklich nur eine Handvoll Sprachen hat und nicht jetzt wie bei dieser EU-Behörde 24, denn es wird halt doch irgendwann unübersichtlich, auch wenn Lingua Plone einem Inhalte nur in der eigenen Sprache anzeigt, aber irgendwie, es fliegt halt dann alles mehr oder weniger in der Wut rum und man hat nicht so den Überblick. Das ist jetzt persönlicher Geschmack, aber das heißt nicht, dass diese Struktur nicht geeignet ist. Genau, also muss man sich halt immer überlegen, was für einen selber passt. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, man wird es wahrscheinlich nie schaffen, dass man die Vollständigkeit erreicht. Das heißt, die Frage ist, was mache ich, wenn was fehlt? Lingua Plone bietet da als den Standard an, der Nearest Translated Parent. Also nochmal zurück zu dem Bild. Ich browse in Englisch, bin unter Accounting und Finance, wechsle die Sprache. Das gibt's nicht auf Deutsch. Das heißt, ich kriege halt einfach den nächst höher gelegenen Ordner, die übersetzt ist, angezeigt. Das ist dann die Übersetzung von About Us über uns. Eine andere Möglichkeit wäre, man bietet so eine Dummy-Seite an und sagt, tut mir leid, die Übersetzung, die Sie wünschen, ist in der Sprache nicht vorhanden, aber Sie können sie in Deutsch, Französisch und wie auch immer in den anderen Sprachen angucken. Und eine dritte Möglichkeit ist, an der Stelle, wo ich keine Übersetzung habe, blende ich halt einfach den Sprachumschalter aus, um dem Nutzer zu signalisieren, hier kann ich die Sprache nicht umschalten. Das funktioniert natürlich nicht immer, wenn ich nachvollziehbare URLs habe durch die Struktur und der Nutzer auch versucht, diese URL einzugeben, wird er trotzdem irgendwie eine fehlende Seite sehen. Aber das sind so grundsätzliche Möglichkeiten, die kann man auch miteinander kombinieren, Punkt 2 und 3 zum Beispiel. Also die Info geben gibt's ja nicht und aber auch den Sprachumschalter ausblenden. Nicht, dass ich wüsste. Also es ist nicht schwer zu machen, also ein paar Zeilen Code im Sprachumschalter, aber also nicht, dass ich wüsste, dass das schon irgendwo out of the box gibt. Und was ich auch eingangs erwähnt habe, also dass man unerwartet mal die Sprache wechselt, ist nicht schön. Ein gutes Gegenbeispiel ist hier von der EEA ein Screenshot, die European Environmental Agency, das ist auch so eine EU-Behörde, die Plone im Einsatz hat. Das ist ein bisschen klein geraten, aber man hat hier französischen Text, da ist ein Link auf irgendeine Publikation, die es nur in Englisch gibt, aber es wird zumindest klar angekündigt, dahinter ist ein EN eingefügt, das heißt der Nutzer weiß auch mit Mouse over, wenn man drüber fährt, sieht man, in französischer Sprache steht dann drin, diese Information gibt es nur in Englisch. Das sind so Kleinigkeiten, also dafür gibt es ein Add-on irgendwie von EEA oder Valentine, dass einfach Links auf Objekte in anderer Sprache speziell markiert werden. Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten und wollen, ist irgendwie ein strukturelles Chaos zu erzeugen. Man kann sich da, wenn man nicht ein bisschen aufpasst, auch gerne ein bisschen selber ins Knie schießen. Man überlege sich folgende Struktur. Ich habe einen Ordner Activities im Englischen, der ist übersetzt, im Deutschen nennt sich Tätigkeiten. Unter Activities gibt es einen Bereich Resilience, was auch immer das bedeutet. Der ist nicht übersetzt, der ist nur im Englischen. Und in dem Bereich gibt es jetzt ein Papier oder eine Seite über Strategies. Jetzt kommt jemand auf die Idee, oh, Strategies, das ist so ein interessantes Thema, das wollen wir jetzt ins Deutsche übersetzen. Wenn ich jetzt im Plone hergehe und sage, okay, ich übersetze es ins Deutsche, dann fehlt der Elternordner im Deutschen. Das heißt, das Ganze, ich kann es zwar übersetzen, es landet aber irgendwie strukturell in dem englischen Sprachast, ausgehend davon, dass ich die Sprachäste habe. Das heißt, ich kann zwar die Sprache wechseln, ich sehe es auch im Deutschen, aber ich bin von meiner Struktur her, wenn ich zum Beispiel die Brotgruben-Navigation benutze, wenn ich im Deutschen bin und versuche zurückzugehen, dann lande ich plötzlich im Englischen.
Das Gute ist, sobald ich dann den Ordner nachübersetze, ist Lingua Plone so intelligent und kopiert mir auch meinen übersetzten Inhalt in die richtige Stelle rüber. Aber man muss sich immer ein bisschen gegenwärtigen, wenn ich irgendeine Sektion übersetze, man sollte dann, wenn schon, auch die komplette Hierarchie der Elternordner mit übersetzen, falls man nicht irgendeinen Automatismus dafür schon geschaffen hat. Ich habe vorher schon den Sprachumschalter erwähnt, wenn man ihn ausblendet. Grundsätzliches zum Sprachumschalter, was man manchmal sieht, man hat irgendwie so ein Dropdown, da steht dann markiert Englisch, weil ich gerade in Englisch browse, und wenn ich das Dropdown öffne, sehe ich die anderen Sprachen und kann umschalten. Funktioniert aber, ist nicht für jeden Nutzer eigentlich ersichtlich, dass hinter dem Dropdown sich Funktionalität verbirgt. Also ist jetzt nicht die optimale Lösung. Also besser ist wirklich, alle Sprachen einfach irgendwie erwähnen, dass der Nutzer sofort sieht, ah ja, die gibt's alle und ein Klick und ich habe die Sprache umgeschaltet. Flaggen für Sprachen sind Gott sei Dank aus der Mode gekommen, aber nochmal ein Wort dazu. Eine Flagge ist mit einem Land oder einem Staat assoziiert und das hat nicht unbedingt was mit der Sprache zu tun. Also Deutsch wird nicht nur in Deutschland gesprochen und anders, es gibt auch viele Länder, wo es nicht nur eine Sprache als Hauptsprache gibt. Das heißt, Flagge und Sprachumschalter passt so gut wie nie zusammen und bringt fast immer politische Verwerfungen, wenn man das macht. Das ist was anderes, ja. Wenn es wirklich um länderspezifische Angebote gibt, dann ist es noch ein zwar verwandtes, aber ein anderes Themenfeld noch. Dann kann es Sinn machen, okay, für Österreich rufen Sie diese Nummer an, für die Schweiz die und die Preise. Das ist, ja, richtig. Dann machen Flaggen Sinn, weil es wirklich aufs Land bezogen ist. Aber wenn ich nur einen Sprachumschalter bauen möchte, dann hat die Flagge da eigentlich nichts zu suchen. Und können wir, ja? Können wir das auf nachher verschieben? Ich merke es mir gerne, aber gut. Genau, und den letzten Punkt, den ich noch gebracht habe, also die Nutzer sollten auch immer in der Lage sein, egal in welcher Sprache ich browse, den Umschalter zu verstehen. Man sieht häufig, gerade bei englischsprachigen Sites, steht drin, you're browsing in English und es gibt noch French, Greek, German und so weiter. Kann man sagen, was ist daran so schlimm, versteht ja jeder. Wenn man sich mal, leider etwas klein, aber so einen Sprachumschalter anschaut, könnte man mit der gleichen Logik sagen, wieso steht doch da, ich browse in Griechisch und drüber steht Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch und so weiter. Das Dumme ist, wenn ich kein Griechisch verstehe, dann weiß ich auch nicht, wie meine Sprache auf Griechisch heißt. Das heißt also, es macht meistens nicht Sinn, den Sprachumschalter so zu bauen, dass alle Sprachnamen in der Hauptsprache aufgelistet sind, sondern es sollte natürlich schon so sein, dass jeder Nutzer auch seine eigene Sprache wiederfindet. Beim Englischen ist es ein Sonderfall, weil die meisten Nutzer werden wissen, dass Magyar auf Englisch Hungarian heißt. Aber es ist doch besser, die Sprache explizit hinzuschreiben in der Landessprache. Was geht ist, ich schreibe es in Englisch hin und schreibe dahinter einfach das international gängige und akzeptierte Länderkürzel. Damit können die meisten noch was anfangen. Und am schönsten ist natürlich, wenn man wirklich den Sprachumschalter so hat, dass jeder Nutzer seine eigene Sprache mit einem Blick sofort wiedererkennt. Man kann auch folgende die Mitte und den ganz rechts Beispiele kombinieren und auch hinter den Sprachnamen in der Landessprache nochmal das Kürzel schreiben. Das geht auch, aber auf jeden Fall soll auch jeder Nutzer in der Lage sein, das zu verstehen. So, jetzt genug über Struktur geredet. Jetzt mal konkret, wenn ich meine Inhalte übersetzen möchte, welche Möglichkeiten habe ich? Grundsätzlich kann ich mit Plone, Plone dazu benutzen. Es gibt da jeder, der schon mal mit Lingua Plone gearbeitet hat, erkennt es. Es gibt da eine Funktion namens Translate Into. Das heißt, ich habe irgendein Dokument oder Seite und sage, die übersetze ich jetzt und kann dann im CMS schön meine Übersetzungen reinhacken. Geht schon, aber auf Dauer wird man damit nicht glücklich. Gerade wenn man irgendwie größere Texte und größere Mengen zu übersetzen hat oder viele Sprachen zu bedienen hat, ist es unmöglich, dass man alles über das CMS schafft. Besonders, da man ja auch gerne mal Übersetzungen an Externe rausgeben möchte, Übersetzungsbüros, und die haben nicht unbedingt Zugang oder Wissen von einem CMS.
Eine mögliche Lösung ist hier das XLIF-Format, also ein Format namens XLIF. Das ist ein Akronym XML Localization Interchange File Format. Das ist einfach ein XML-Format, das dafür ausgelegt ist, dass ich Übersetzungen in einer strukturierten Form exportieren und wieder importieren kann. Für Plone konkret gibt es da zwei verschiedene Tools, die das unterstützen können, mit denen man XLIF benutzen kann. Das eine Valentine LingvaFlow und XLIF Marshall. Das letztere funktioniert, soweit ich weiß, aber noch nicht für Plone 4. Und das andere SLC XLIF. Das ist einfach ein kleines Tool, das bei uns entstanden ist. Man bekommt die Möglichkeit, entweder einzelne Seiten oder komplette Folderstrukturen rekursiv zu exportieren, in eine Datei zu packen. Das ist ein XML-Format, das die meisten Übersetzungsbüros auch lesen können. Und durch ganz einfaches, also es wird klar strukturiert, das ist der Originaltext und da schreibst du deinen Text rein. Man bekommt diese Datei zurück, lädt sie ins Plone wieder hoch und die Seiten werden an der richtigen Stelle angelegt und erscheinen übersetzt. Für eine Live-Demo ist jetzt ein bisschen knapp die Zeit. Bei Interesse kann ich nachher gerne ein bisschen näher drauf eingehen. So, jetzt haben wir unsere übersetzten Inhalte drin in der Site. Jetzt geht es darum, die irgendwie zu verwalten und mit denen was zu tun. Denn das ist ja nicht damit getan, dass man seine Inhalte irgendwie reinpackt. Denn es gibt ja immer wieder Anforderungen wie, okay, jetzt muss das aber publiziert werden oder die News muss jetzt wieder zurückgezogen werden. Oder ich muss jetzt in dem Ordner für alle Übersetzungen ein Portlet setzen. Das kann Plone auch nicht einfach so für alle Sprachen. Ich möchte irgendwelche Parameter ändern oder ich möchte von A nach B kopieren für alle Sprachen oder auch irgendwie löschen. Das sind alles Anforderungen. Da wird man gerade bei mehr als 5 Sprachen wird man wahnsinnig, wenn man das alles per Hand machen möchte. Und vor allem man vergisst Sachen. Und da haben wir auch mal aus der Not geboren ein kleines Toolset namens SLC Lingua Tools gebaut, das halt viele dieser kleinen Funktionalitäten kann. Da wage ich jetzt mal eine ganz kurze Live-Demo. Das habe ich leider. Okay, ich glaube, ich lasse es lieber mit der Live-Demo. Ich habe es leider nicht getestet, dass es gut ausschaut auf dem Bildschirm. Bei Interesse, wie gesagt, kann ich auch noch darauf eingehen. Aber mit SLC Lingua Tools habe ich die Möglichkeit, auf einer Version eines Dokuments, das meinetwegen in x Sprachen vorhanden ist, zu sagen, okay, jetzt ändere für alle Sprachen den Workflow, setz irgendwie den Titel oder die Description anhand eines Parameters aus einer PO-Datei, also einer Übersetzungsdatei. Ich habe auch die Möglichkeit, Stubs, also quasi Ordner oder Inhalte, schon mal vorbereitend in alle anderen Sprachen in die richtige Struktur zu kopieren, um später damit zu arbeiten. Und kann auch, also wenn ich eine Collection, ein Topic habe, auch die Kriterien, die ich irgendwo eingestellt habe, auch in alle Sprachen kopieren. Das sind alles Dinge, die man ab und zu braucht und die halt Plone nativ nicht kann. Ähnlich zu SLC Lingua Tools, ein bisschen anderem Fokus, gibt es noch ein zweites Produkt namens Valentine LingvaFlow. Das gibt es zwar auch auf PyPy, aber noch nicht für Plone 4, aber es gibt schon eine Plone 4 Branch im SVN. Ist zum Beispiel, soweit ich weiß, auch bei der EEA, der European Environmental Agency, im Einsatz. Dieses Produkt bietet den netten Effekt, dass ich noch durch einen zusätzlichen Workflow Übersetzungen invalidieren kann. Das heißt, wie ich eingangs angesprochen habe, wenn ich die kanonische Version einer Übersetzung, wenn die sich ändert, dann kriege ich einen Hinweis auf allen übersetzten Versionen davon, hoppla, deine Übersetzung ist möglicherweise veraltet und werde also darauf hingewiesen, dass ich da möglicherweise was tun muss, weil sich Dinge geändert haben. Auch ähnlich wie die SLC Lingua Tools kann man den Workflow-Status synchronisieren und es hat auch eine Integration
mit der XLIF-Verwaltung. Das aber eben noch nicht für Clone 4. Also ein kurzer Screenshot davon. Das ist die Übersetzung einer englischen Seite in Deutsch. Die englische Seite hatte sich geändert. Und jetzt sehe ich halt als Warnung, wenn ich auf dieser Seite bin, Achtung, die Seite, die Translation needs to be updated. Und ich habe dann den Workflow-Schritt Validate Translation, falls ich die deutsche Übersetzung des englischen Originals nachgeholt habe, um zu sagen, ah, jetzt ist wieder gut. Das ist einfach nur eine Gedächtnisstütze oder Hilfe. Auch eine Geschichte, die man immer wieder mal braucht, ist Search and Replace. Wenn ich nur eine Sprache habe und in dem Text was ändern möchte, dann, mein Gott, dann ist es nicht schlimm, dann gehe ich rein, klicke auf Edit, mache den Editor auf und benutze da die Search and Replace Funktionalität. Wenn ich jetzt aber irgendwie 24 Sprachversionen einer News oder irgendwas habe und dann aber schnell mal was ersetzt werden muss, dann mache ich das lieber eher nicht mehr zu Fuß und per Hand. Zum Beispiel eine Anforderung aus dem realen Leben. Oh, wir haben eine News publiziert und da steht drin, unser Newsletter hat schon 12.500 Subscriber, aber eigentlich sind es ja jetzt schon 13.000 und das wollen wir jetzt propagieren. Und dann kommt noch hinzu, dass die Übersetzung dieser News von Übersetzungsbüros geleistet wurden. Das heißt, die Leute, die haben wirklich in ihrer Landessprache geschrieben und da gibt's halt als Trenner zwischen den Hundertern und den Tausendern gibt's halt mal den Punkt und mal das Komma. Und auch aus dieser Not rausgeworden gibt's ein kleines Tool namens SLC Quick Change, auch auf PyPy. Das erlaubt mir nicht nur ein Search and Replace über, also das, der Screenshot hier ist wahrscheinlich etwas klein zu lesen, ist etwas komplexer von dem Beispiel, aber das, ich kann einfach ganz normalen Text ersetzen, blue durch green. Ich kann aber auch mit regular expressions arbeiten, wie in dem Fall, dass ich halt mir merke, was war der Delimiter, war das jetzt ein Komma oder ein Punkt und fügt das dann beim Ersetzen wieder ein. Und als kleiner Disclaimer noch, also das Teil funktioniert, der Code ist aber relativ hässlich, dessen sind wir uns auch bewusst, das war halt einfach mal, wie es halt oft so ist, so ein kleines Tool, das man halt schnell mal baut, weil aus der Not raus, das ist zwar jetzt released, aber da ist noch nicht optimal, also wer da Interesse hat, ist da auch herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Oder irgendwie. So, das war jetzt zum Thema Inhalte übersetzen. Auch interessant ist, wie schaut es mit meiner Nutzeroberfläche aus? Die übersetze ich ja nicht in Plone oder mit XLIF, sondern Plone hatte diese PO-Dateien, also aus dem GNU-Get-Text-Kosmos. Da soll man sich nicht davon abschrecken lassen. GetText ist dein Freund, glaubt mir. Und es ist nur auch wichtig, dass man hier automatisiert und mögliche Fehlerquellen vermeidet. Also POT, also für alle, die es nicht wissen, POT-Dateien, dort ist definiert, all meine Message-IDs, die übersetzbar sind in der Site, die möchte ich möglichst nicht per Hand zusammensuchen, also gucken, welche Labels habe ich, sondern die sollen generiert werden. Und da gibt es ein schönes Tool namens Babel. Es gibt auch noch ein komplett anderes Tool, das ich hier nicht erwähne, das ist i18nviewed. Ich erwähne es einfach deswegen nicht, weil ich noch nicht damit gearbeitet habe. Also das tut's auch, aber ich kenne es einfach nicht so gut wie Babel. Gibt's auf PyPy. Damit kann ich eben Extract Messages zum Beispiel aufrufen. Das heißt, ich aus meinem gesamten Code von meinem Produkt, den ich geschrieben habe, überall da, wo ich sage, hier, die Stelle ist übersetzbar, werden die Messages extrahiert und in eine POT-Datei geschrieben. Wenn man selber PO-Dateien irgendwie programmatisch manipulieren möchte, kann ich auch PO-Lib sehr empfehlen. Das ist ein kleines Python-Add-on, kann man sich bei PyPy runterladen und hat auch eine super Dokumentation. Ein bisschen noch zu Babel. Also Babel stellt ein paar Methoden zur Verfügung, die halt Code durchsuchen können. Also aus dem Python, überall da, wo ein Underscore davor steht, das heißt, also das wird übersetzt, extrahiert mir auch Default-Übersetzungen. Es gibt dann noch ein weiteres Add-on namens Lingua, auch auf PyPy. Das kann dann auch weitere Arten von Inhalten extrahieren, also Templates, XML, Page-Templates, auch Chameleon-Templates. Das Ganze wird simpel in den eigenen Buildout eingebunden. Also jetzt wird's mal kurz technisch. Also ich definiere mir, okay,
als zusätzliche Ex in irgendeinem Python-Interpreter oder Zope-Interpreter, dass ich Babel und Lingua noch dazu haben möchte, also in meinem Build-Out, dann in meinem Produkt, das ich übersetzen möchte, in der Set-API definiere ich halt Message Extractors für meinen Namespace, sind halt für Python die Methode namens Lingua Python und für Page Templates Lingua XML, das sind einfach die Standard Message Extractors, einfach um bekannt zu machen, dass es die gibt. Dann kann ich in meiner Setup Config noch so Boilerplate Sachen reinschreiben, also in welche Datei soll es geschrieben werden, also sprich in der entsprechenden Struktur im Locales-Verzeichnis eine myproject.poc-Datei, plus noch ein bisschen Boilerplate außenrum. Und dann ist der Aufruf einfach, also ich befinde mich jetzt im Source-Verzeichnis meines eigenen Produktes und sage, jetzt extrahiere mir alle Messages aus meinem Produkt, das heißt, mein kompletter Code wird durchsucht, alle Messages werden geschrieben. Und das kann ich auch immer wieder wiederholen. Also wenn ich mein Code ändere und neue Sachen hinzukommen oder mein Page-Template neue Labels bekommt, wird immer die PO-Datei aktualisiert. Genauso kann ich auch dann meine Sprachdateien für Deutsch und so weiter erzeugen. Das jetzt. So, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf so ein paar praktische Geschichten. Drei Stolperfallen noch, die man gerne mal hat, insbesondere jetzt mit Plone 4. Nicht alle Inhalte möchte ich ja übersetzbar halten. Klassisches Beispiel ist Bilder. Also wenn jetzt nicht gerade ein Bild eine Schrift hat, dann möchte ich eigentlich Bilder für alle meine Sprachvarianten zugänglich halten. Es gibt auch in Lingua Plone das Konzept, dass ich einen sogenannten sprachneutralen Ordner habe oder sprachneutrale Inhalte, die halt keine bestimmte Sprache zugeordnet sind. Wenn ich die Struktur habe, dass ich meine EN und die E-Äste habe, würde ich klassischerweise halt einen Folder namens Images anlegen. Das Dumme ist, mit dem eingebauten Editor von Plone, also TinyMCE, kann ich da niemals hin navigieren. Das war einfach, ist halt einfach ein bisschen doof. Ist wohl nicht dran gedacht worden bei der Entwicklung. Es gibt da aber einen ganz einfachen Patch von Robert Niederreiter, den habe ich vorher schon gesehen, sitzt jetzt gerade nicht hier drin, der das erlaubt. Und diesen Patch habe ich auch mir erlaubt einzubinden in SLC Lingua Tools. Also wenn man dieses Produkt installiert, dann kann man auch gleichzeitig diesen TinyMCE mit sprachneutralen Ordnern benutzen. Das zweite ist, für Leute, die gewohnt sind von früher, also im Plone 3 oder irgendwie davor, PO-Dateien werden hier übersetzt in kompilierte Dateien, also MO-Dateien, und auf einmal, also früher ging das immer automatisch, man hat die angelegt, die Instanz hochgefahren, dann waren die MO-Dateien da. Heutzutage muss man das explizit einfach in der Environment ankündigen. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, aber es gibt da einfach einen Befehl, den muss man, falls man das noch nicht getan hat oder falls man nicht weiß, wie es geht, ist es einfach eine Zeile. Und das dritte ist, manchmal, also Plone, das Framework ist ja schon toll übersetzt, aber manchmal möchte halt man selber oder der Kunde, dass halt in der eigenen Sprache irgendwas doch anders dargestellt wird. Dadurch, dass jetzt Plone komplett von dem Placeless Translation Service losgekommen ist, sondern jetzt mit nur den Locales und Message-Katalogen arbeitet, definiert man sich einfach selber in seinem Produkt zum Überschreiben eine entsprechende PO-Datei, die PlonePO heißt. Man muss dann nur sein eigenes Produkt im Build-Out in der CCML-Sektion der Instanz ganz oben einhängen. Mittlerweile braucht man CCML ja fast nicht mehr wegen dieses Z3C Auto-Include-Plugins, aber in dem Fall würde man das so einhängen. So, jetzt habe ich so lange geredet und habe mit keiner Silbe Dexterity erwähnt, was ja auch jetzt Elizabeth Lady erwähnt hat und so weiter. Was ist denn mit Dexterity und Mehrsprachigkeit? Kann ich nur sagen, ich habe es noch nicht benutzt. Ich finde es spannend, was da kommt. Ich zitiere hier nur aus einer Ankündigung auf der Plone Developer Mailingliste von vor ein paar Wochen. Also es gibt da schon was, das ist schon relativ weit gediehen. Es gibt noch ein paar Ecken und Kanten, aber man kann da wohl schon mit arbeiten, aber es braucht nur ein bisschen Arbeit. So. Ist wie es sei. Das Gute ist, hier auf dieser Konferenz wird zu dem Thema gesprintet, um da endlich das fertig zu kriegen.
und das produktiv reif zu bekommen. Jeder, der da auch nur entfernt dran Interesse hat, ist natürlich herzlich willkommen, sich irgendwie bei den verantwortlichen Sprintern im nächsten Raum oder in jedem, den er sieht, einfach mal zu fragen und sich zu beteiligen, damit zu sprinten. So, und damit bin ich jetzt auch am Ende meines kurzen Talks angelangt und bin offen für Fragen und auch in der Mittagspause für weitere Demos oder weitere Fragen. Das ist ja oft so, ich meine, was du jetzt vorgestellt hast, es geht ja hauptsächlich darum, wenn eine Seite ganz übersetzt wird. Also das ist aber gerade in der Schweiz von einer Firmenseite eigentlich die absolute Ausnahme. Man hat üblicherweise kleine Teile der Seite, weil das ist ein dynamischer Prozess, den Inhalt zu haben, und der kann nicht übersetzt werden. Es sind gewisse Dinge, die übersetzt sind, Anfahrtsbeschreibung oder irgendwelche solche Dinge, die werden geklebt, andere Sachen sind ein bisschen übersetzt und so, und eine derartige Mischung. Ich habe, also finde ich Lingua-Flow sehr schwierig, solche Lingua-Flow zu machen. Wie würdest du vorschlagen, da vorzugehen? Also ich denke auch, also ja, genau, die Frage war also, was ist mit Sites, die halt nur teilweise übersetzt sind, welche Möglichkeiten habe ich da, und Lingua-Plone ist da nicht ideal, war die Frage, und das ist auch, glaube ich, meine Antwort dazu. Also ich finde auch, Lingua-Plone an sich bietet für solche Use Cases eben noch nicht alle Antworten. Also Lingua-Plone, die Philosophie ist, man übersetzt es halt alles, und das ist aber in der Realität oft nicht so. Deswegen muss man sich dann behelfen mit Dingen wie den Nutzer explizit darauf hinweisen, die Sektion ist übersetzt, und wenn du Interesse an folgenden Themen hast, dann gibt's die halt jetzt nur auf Deutsch und nicht auf Französisch. Also es gab mal, leider nicht portiert worden auf Plone 4, ich glaube von Blue Dynamics auch irgendwie ein Konzept namens Blue Lingua Link. Da konnte man für die Inhalte, die man nicht übersetzt, in der anderen Sprache halt trotzdem so ein kleines Skelett anlegen, wo dann eben drin stand, diesen Inhalt gibt es leider nicht für dich in der Sprache, aber in folgenden anderen Sprachen. Also man muss da schon Aufwand betreiben, ein bisschen. Ja, also ich denke mal, es ist einfach sinnvoll, den Nutzer zu führen und ihm zu sagen, was gibt's und was gibt's nicht, und aber eher explizit als irgendwie ins Leere laufen zu lassen. Ich habe jetzt leider kein Patentrezept für den speziellen Fall, aber mit Lingua-Plone alleine ist es nicht ideal, das sehe ich auch so. Jetzt ist es ja auch so, gerade in einem Intranet, wo die Sachen dynamisch entstehen, kann man die Nutzer nicht führen. Da müsste jeder dazu verpflichtet werden, sämtliche andere Nutzer, für die er eben gerade nichts geschrieben hat, zu führen. Und das eine, dann das andere, wenn ich eine Fallback-Sprache gerne möchte. Wir haben 5 Sprachen, 3 sind übersetzt, und dann sollte Englisch kommen als Fallback oder so irgendetwas. Schien mir auch nicht sinnvoll machbar im Lingua-Flow. Gibt es andere? Hast du andere Ansätze, das zu lösen? Nicht wirklich. Also vor Lingua-Flow gab es mal ein komplett anderes Konzept, dass nicht komplette Seiten übersetzt werden oder komplette Objekte, sondern dass irgendwie einzelne Attribute übersetzt werden. Also ich habe eine Seite auf Deutsch, also meine Seite gibt es einmal, aber es gibt davon 5 Varianten, wo halt der Titel und die Beschreibung übersetzt sind. Da ging das noch eher. Davon ist man aber abgekommen. Das war in Zeiten von Plone 2.0 oder irgendwie wirklich uralt. Von Raptus, genau. Mit Dexterity soll es auch wieder möglich sein, dass man da flexibler übersetzen kann. Habe ich leider noch keine Erfahrung mit, ist aber spannend auf jeden Fall. Aber es gibt gerade für sowas, soweit ich weiß, nichts, was man so benutzen kann, was sofort vorhanden ist. Also je nach Fall muss man sich wahrscheinlich auch selber was schreiben oder selber behelfen. Okay, weitere? Ja? Ja, so aus Paar, was bei euch mit Kundenprojekten, also auch bei uns so, dass halt die Erstsprache dann praktisch noch erkauft wird, oder Erstbedingung, das heißt, man ja die zweite Sprache auch selber. Finde ich schon schwierig, weil ich das ganze Konzept, die ja auch da beschäftigt waren, das ist dann nicht gut. Aber zu sagen, ja,
heißt die Übersetzung, die IT wird dann Titel generiert, ich kann ja genau. Positionen anlegen, dann ja. Kriegt man auch nicht zurecht. Also wann geht es bei euch raus und wie weit muss man einfach nicht nichts lernen? Das Gute ist, dass wir wenig selber mit den Übersetzungsbüros zusammenarbeiten. Wir kriegen immer nur irgendwie Zeug zurück, was sie verbockt haben. Aber also eine Möglichkeit ist eben mit diesem XLIF. Ich übersetze entweder meine komplette Site oder halt eine gewisse Struktur mit Foldern und Hierarchien und sage, exportiere mir jetzt den kompletten Ast ins XLIF. Da stehen ja nicht nur alle Dokumente und Inhaltstypen drin, sondern eben auch die Foldertitel. Das heißt, man hat dann eine große lange Datei, die man dann der berufenen Person dazu, sei es ein professioneller Übersetzer oder einer, der es halt mal so nebenbei kann, geben kann. Und man kann es schön runterschreiben, importieren und man hat danach erstens die Folderstruktur, so wie sie sein soll, und die Titel passen dann auch. Also das ist da irgendwie es bringt, glaube ich, wenig Leuten, die eher wenig technikaffin sind, Plone und Lingua-Plone beizubringen. Was wir auch als einer der ersten Maßnahmen gemacht haben, Lingua-Plone bietet, also wenn ich das Übersetzungsformular habe, also ich übersetze von A in Sprache B was, dann sehe ich in meinem Interface halt links die Originalsprache und rechts relativ klein meine Sprache, in die ich übersetzen möchte. Der Gedanke dahinter war vielleicht mal ganz nett, dass ich gleich den Text sehe, aus dem ich übersetze, aber dadurch, dass ich halt einfach nur noch die Hälfte meines Platzes zur Verfügung habe, nervt es fast jeden. Das war eigentlich mit das Erste, was wir gleich immer abbauen mussten. Das heißt auch, eine übersetzte Seite kriege ich halt in voller Breite angezeigt. Das sind so Kleinigkeiten. Aber, genau. Ja. Dieses XLIF-Tool, kannst du das auch updaten und löschen? Also die Frage war, beherrscht das XLIF-Tool Updates und Löschung? Wie meinst du Updates und Löschung? Wenn ich einen Baum habe, die deutsche Baum beispielsweise, das kann das XLIF-Tool out of the box leider nicht, oder halt kann es nicht, nee. Also es wird einfach nur dumm das, was da ist, rausgezogen. Man bräuchte da noch eine weitere Lösung, dass man sagt, okay, ich habe letzte Woche mir da die XLIF-Datei gezogen und jetzt die Woche habe ich meine neue, dass ich damit vergleichen arbeite. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, XLIF Marshall und Valentine Lingua Flow haben da noch eine bisschen intelligentere XLIF-Verwaltung. Zumindest, was ich mal oberflächlich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Das wäre, also die kümmern sich da, also da ist ein bisschen mehr dahinter in der Richtung. Aber an sich, also wenn ich einen also die Primärsprache, der Artikel ist schon gelöscht, aber in meinem XLIF steht es noch übersetzt drin, dann würde das halt angelegt in der Sprache und ist einfach die Referenz auf das Original fehlen. Aber so intelligent ist es ja nicht, das ist einfach nur ein Textformat in dem Fall. Armin? Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Workflow-State von diesem Working-Time Workflow. Ist das, wenn ich jetzt eine Seite habe mit modifizierten Workflows, muss ich dann auch meine Workflows dafür modifizieren, oder ist das ein Parallel-Workflow und ein Flag? Das Schicke daran ist, es ist ein Parallel-Workflow, das ist also ein Feature, das man, aber der ist unabhängig. Genau, das ist also ein Feature, das eher unbekannt ist im Plone, aber ich kann durchaus mehr als einen Workflow pro Content-Typ haben. Das heißt, der wird einfach parallel eingehängt und parallel weitergepflegt. Ja. Achso, die Frage war, genau, ich habe vergessen, die Frage zu wiederholen für die Kamera. Da hinten bitte. Ich dachte letztens im Fall, dass ein deutscher Kunde eine chinesische Übersetzung bekommen hat. Und das Plone-UI ist der Schau-UI auf chinesische Übersetzung. Die Anforderungen, also ich schalte Plone UI um in eine andere Sprache, wie zum Beispiel Chinesisch, und bin verloren. Gibt es eine Lösung, dass man zwar die Inhalte in einer anderen Sprache sieht, aber nicht das User Interface? Es ist eine Anforderung, die man immer mal wieder hat. Die Philosophie von Lingua Plone ist halt, wenn ich in der Sprache was editieren möchte,
dann habe ich auch in Kauf zu nehmen oder dann ist es auch sinnvoll, dass das Interface in der Sprache ist. Aktuell mit Lingvaplone wüsste ich jetzt aus dem Bauch raus auch nicht, wie ich das verhindern kann. Man kann sich da irgendwie helfen durch irgendwelche Redirects und krude Sachen, aber eigentlich, wenn ich... Also es sind dann so Workarounds, die man sich bauen kann, aber... Ja, also das ging tatsächlich früher vor heiligen Zeiten, als man noch ein Objekt hatte und halt das Objekt dann an sich die Sprache beinhaltet hatte, da konnte ich sagen, ich browse in Englisch und bearbeite die deutsche Version, aber mit Lingvaplone wüsste ich nicht, wie das einfach hier geht. Also ich kann auch mittlerweile in 24 Sprachen, weiß ich, was Cancel, Okay, Edit und so weiter bedeutet, die Knöpfe kenne ich alle. Okay, sorry. Der Members-Folder ist außen vor. Der liegt parallel weiterhin wie die Folder DEENFR. Der Members-Folder liegt zentral außerhalb, ist auch sprachneutral. Und also wenn ich mich einlogge und auf meinen Namen klicke, dann komme ich auch auf meine Seite im Members-Folder. Das ist kein Problem. Also der existiert, koexistiert relativ friedlich mit dieser Struktur. Okay, also die Frage war gerade, Nutzersuche in einer anderen Sprache funktioniert teilweise nicht, wenn die also das Phänomen habe ich noch nicht erlebt, dass die Frage, also ist es die Standard-Plone-Nutzerverwaltung, ist es also im Members-Folder den Nutzer nicht zu finden oder geht es darum, dass man die Startseite des Nutzers nicht findet oder die persönliche Seite? Also das ist die Frage, wie es implementiert ist. Also wenn tatsächlich eine explizite Inhaltsseite pro Nutzer angelegt wird, dann werden Resultate beim Suchen ausgeblendet, die nicht in meiner Sprache sind. Der Nutzer an sich sollte eigentlich gefunden werden, weil der eigentlich sprachagnostisch ist. Die Objekte, die da angelegt werden, die haben so eine Startseite mit Kontaktinformationen und so weiter, die interessieren uns nur in einer Sprache. Und dann hast du das Problem mit Also wenn es tatsächlich eine Seite ist, die auch für alle Sprachen gelten soll, dann ist eine Möglichkeit, die eben sprachneutral zu machen. Also sprich, beim Editieren zu sagen, du hast keine Sprache, dann weiß der Katalog auch, dass ich in jeder Sprache dieses Resultat zurückliefern kann und nicht filtern soll. Also, aber das geht also nicht bezogen auf Nutzer, sondern bezogen auf Inhalt, also die Seite. Okay, ich glaube... Wir sind mittlerweile schon in der Mittagspause. Okay. So, es geht ja. Dann erstmal vielen Dank. Danke.